wurde sehr gut aufgenommen. Die Mannschaft hat es mir eigentlich sehr leicht gemacht, mich gut zu integrieren. Und das Umfeld und die Fans und alles weitere ist ja hier in Nürnberg wirklich top und von daher fühle ich mich sehr wohl. Ich war sicher ein Opfer des Trainerwechsels in Wolfsburg. Unter Felix Magath habe ich ja noch alle Spiele bestritten, aber unter Lorenz Günther Köstner habe ich dann halt nicht mehr gespielt und von daher habe ich dann die Möglichkeit wahrgenommen, ein halbes Jahr nach London zu gehen, zu West Ham United. Ja, sehr gut, ist natürlich, bringt natürlich riesige Erfahrung auch mit, da er selbst sehr lange auf höchstem Niveau gespielt hat und ja, bis jetzt macht es mir riesig Spaß, unter diesem Trainer zu arbeiten. Ja, ich denke, unser Ziel ist auf jeden Fall, den Klassenerhalt zu erreichen, so schnell wie möglich 40 Punkte zu schaffen, und sollte dann mehr möglich sein, werden wir das natürlich gerne aufnehmen, aber ich denke, in erster Linie ist unser Ziel, den Bundesliga-Status auch im nächsten Jahr wieder inne zu haben, und dafür werden wir alles tun. Ja, es ist natürlich jetzt nicht das entscheidende Spiel in unserer Gruppe. Entscheidender wird dann werden ein Spiel später, wenn wir gegen Irland zu Hause spielen und auch noch nach Schweden müssen. Aber natürlich werden wir versuchen, auch aus Deutschland was mitzunehmen. Wenn wir einen Punkt erreichen könnten, wäre das natürlich ein Riesenbonus für uns. Und wir werden natürlich alles dafür geben. Auf der anderen Seite können wir natürlich Deutschland schon richtig einordnen und wissen, dass sie natürlich sehr gute Spieler in ihren Reihen haben, das natürlich sehr schwer wird für uns. Wir hatten halt sehr wenige Spieler, die auf höchstem Niveau im Ausland spielen konnten. Und von daher haben wir auch ab und zu mal die Qualifikation knapp verpasst, manchmal auch natürlich weit. Aber wie gesagt, in den letzten Jahren hat sich wirklich was getan.